Das Schuhbuffet ist eröffnet. Also Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute sprechen wir über Schuhe, über Gymschuhe und über Laufschuhe. Wann benutze ich welche, wann ist was sinnvoll und Empfehlungen von mir. Starten wir mit Gymschuhen. Ich sehe es ganz oft, die Leute benutzen Straßenschuhe im Gym. Grundsätzlich ist das okay, kann man auch machen, aber wenn es einfach irgendwo darum geht, Grundübungen zu machen, wie zum Beispiel Kreuzheben, Squats oder andere Sachen, wo ihr einen festen Halt braucht. Wenn ihr Workouts machen wollt, wo ihr zum Beispiel Boxjumps macht und so weiter. Spätestens an diesem Punkt solltet ihr vernünftige Schuhe tragen. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz auf das Thema drauf ein, was der Vorteil ist bei wirklich richtigen Gymschuhen. Ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Schuhe. Einmal haben wir hier den Nano X1 von Reebok und einmal den Nike Metcon. Das ist übrigens der Schuh von Evelina, deswegen sieht er so klein aus. Das ist nicht meiner. Was kann dieser Schuh? Für mich ist es wichtig, nur liften kann, sondern dass man aber auch zum Beispiel mal einen Kilometer laufen kann mit so einem Schuh. Das heißt, ich kann mit diesem Schuh Squats machen, aber trotzdem kann ich auch mal einen Kilometer damit laufen. Nicht unbedingt mehr, weil ich kann euch das einfach mal zeigen. Hier ist eine sehr harte Kappe. Vorne ist es wieder ein bisschen beweglicher. Warum ist hier hinten eine harte Kappe drin? Damit ich einen festen Stand habe und hier alles wirklich gerade ist. Wenn ich Squats mache, die Auflagefläche ist perfekt dafür. Ich kann nicht nach links, nicht nach rechts. Ich habe einfach einen sicheren Halt. Was sich auch wiederum auswirkt bei den Übungen, dass ihr mehr und besser Muskulatur ansteuern könnt. Wenn ich jetzt einen Vergleich habe zu diesen beiden Schuhen, eigentlich ist es Optik, was euch da besser gefällt. Obwohl, vielleicht ist es ein kleiner Unterschied, der Reebok ist schon noch ein bisschen weicher, hat nicht ganz so viel Festigkeit hinten wie der Metcon, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Mit denen fahre ich echt sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu Laufschuhen und zwar zu Daily Runnern. Ich habe hier einfach mal einen sehr alten Running-Schuh von mir. Da war ich nicht ganz so krass in dem Game drin. Das ist ein Nike React Infinity Run. Ist auch schon ein bisschen älter. Und meinen aktuellen Daily Runner, das ist der Essex Gel Nimbus 25. Jetzt schaut einfach mal vom Unterschied her, der Aufbau. Ich habe hier eine deutlich stärkere Rückgewinnung und auch eine viel festere Schaumsohle, die mir aber dann auch wiederum ein bisschen mehr Boost nach vorne gibt, wenn ich meinen Daily Run mache. Früher war es immer so, dass man relativ dünn aufgebaut hat. Dann hat man sich aber mit der Zeit entschieden, dass man diese Rückgewinnung haben möchte, auch als Daily Run. Und deswegen baut man jetzt mittlerweile so einen Schuh so auf. Was ist ein Nachteil an so einem Daily Runner? Ihr seid nicht so super schnell damit. Was ist der Vorteil? Hält lange und es ist trotzdem sehr bequem. Was mache ich mit diesem Schuh alles? Ich mache Long Runs in einem niedrigen Tempo. Ich mache Recovery Runs und theoretisch könnt ihr damit auch Intervalle machen. Müsst ihr nicht unbedingt. Ihr könnt auch mit schnellen Schuhen Intervalle machen. Dazu kommen wir gleich. Aber gerade mit diesem Ding seid ihr sehr, sehr gut unterwegs und das kann ich euch sehr empfehlen. Da bin ich sehr zufrieden mit. Es ist sehr, sehr wichtig, bei jedem Laufschuh aber auch, da komme ich jetzt auch zu, macht mal eine Laufanalyse. Ich kann euch nicht den perfekten Schuh für euren Fuß geben, weil jeder Fuß ist anders. Ihr könnt einen Plattfuß haben, ihr könnt einen Laufstil haben, wo ihr viel nach außen lauft. Also das ist ganz unterschiedlich. Laufanalyse machen, einmal kurz gucken von hinten, da wird es alles mit der Kamera gefilmt, wenn das eine vernünftige Laufanalyse ist und da wird ganz kurz geguckt, was ist euer Laufstil, welcher Schuh ist dafür sinnvoll, um dann euer Laufen zu unterstützen, damit ihr schneller werdet, damit ihr besser werdet, damit ihr keine Probleme bekommt und möglichst lange verletzungsfrei bleibt. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Carbon-Schuhe. Schuhe, die euch richtig schnell machen. Bevor wir aber da ganz genau drauf eingehen, gibt es eine Sache, die ich direkt euch sagen möchte. Carbon-Schuhe oder beziehungsweise gerade diese schnellen Schuhe sind teuer. Also der günstigste Schuh von denen jetzt kostet zum Beispiel 250 Euro. Und hält, da streiten sich die Geister, aber man sagt ungefähr 250 bis 300 Kilometer, der ist relativ schnell verbraucht. Und es hat auch noch einen anderen Nachteil. Und zwar, wenn man diese ganzen Schuhe mal anguckt, haben die meistens die Absicht dahinter, dass man mit dem Vorderfuß läuft. Das heißt, hier treten wir auf, kriegen die Rückgewinnung durch die Carbonfaserplatte und kommen schnell wieder nach vorne. Den ganzen Schuh hinten im Hacken belasten wir gar nicht so stark. Also am meisten Effekt ist es wirklich, wenn wir über den Vorderfuß laufen. Was passiert aber, wenn wir über den Vorderfuß laufen? Wir haben natürlich hier in der Achillessehne eine starke Belastung. Das kann also sein, dass wir gerade da, wenn wir oft oder nur so einen Carbon-Schuh laufen, schnell Probleme bekommen. Zusätzlich ist es aber auch so, es macht natürlich auch keinen Sinn, immer nur schnell zu laufen. Wenn ihr langsam lauft, warum dann einen Carbon-Schuh? Weil da habt ihr keinen Vorteil dadurch. Nehmt dann lieber den anderen, den wir gerade eben erklärt haben. So, jetzt aber mal weg von den Nachteilen. Vorteile. Es ist eine Carbonplatte hier enthalten.
Das heißt, der Mittelschuh ist meistens hier immer die Carbonplatte. Und man sieht das an den ganzen Weltrekorden, bei einem Marathon zum Beispiel, dass es immer wieder besser geworden ist. Klar, natürlich sind die Menschen auch immer wieder schneller geworden, aber die Schuhtechnologie ist auch viel, viel besser geworden. Diese Carbonfaserplatte ermöglicht es einfach, dass wenn ihr auftritt, schneller wieder nach vorne kommt. Wir haben jetzt gerade eben mit dem Schuh gemacht, sieht man glaube ich ganz gut, die springen halt ein bisschen. Ne? Also da ist super viel möglich, wenn wir auftreten, dass wir schnell wieder nach vorne kommen. Das ist der absolute Vorteil bei solchen Carbon-Schuhen. Was würde ich machen mit denen? Wettkämpfe, Intervallläufe und das war's. Ist so ein Schuh geeignet für einen Laufanfänger? Nein. Erstens, weder macht er jetzt direkt einen Wettkampf, der soll erstmal anfangen zu laufen und eine bestimmte Distanz aufzubauen. Zweitens, es ist eine Verletzungsgefahr, wenn du damit nicht vertraut bist, beziehungsweise wenn du noch nicht genug Laufkilometer gemacht hast. Es bringt dir ja nichts, am Anfang direkt mit dem Besten zu starten, weil wo willst du dann danach noch hin, wenn du dann irgendwann mal gut bist mit dem Laufen? Deswegen zeige ich euch jetzt einfach nochmal ganz kurz klein im Detail, was das für Schuhe sind. Also, hier haben wir einmal den Essex Metaspeed. Sky ist es, glaube ich. Das ist das Pendant zum Nimbus 25, also die schnelle Version davon. Vom Aufbau, man sieht das auch ganz gut. Das heißt, hier ist die Fläche, da wo wir auftreten. Den Schuh habe ich immer geliebt, damit bin ich meinen ersten Ironman gelaufen. New Balance, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der hat irgendwie so einen ganz verrückten Namen. X-District, bla bla bla, gibt es online gar nicht mehr. Hier tatsächlich ist es gar nicht so krass mit dem Vorderfuß, aber ich konnte mich nicht beschweren, beim Ironman hat es gut geklappt. Und jetzt mit diesem Schuh, Nike ZoomX Vaporfly, mit dem bin ich dieses Jahr den Ironman gelaufen und hier sieht man ganz klar schon, der Fuß wölbt sich nach vorne. Das heißt, du hast ja auch eigentlich schon diese Stellung neutral nach vorne, also es muss in diese Richtung gehen. Damit mache ich jetzt zum Beispiel aktuell auch noch Intervallläufe, eignet sich auch sehr, sehr gut und bin ich auch super zufrieden mit. Aber wie gesagt, auch hier, der hält nicht super lange. Seid euch da wirklich im Klaren, ob ihr das braucht und damit ihr so viel Geld ausgeben wollt. Es gibt tatsächlich sogar noch eine Stufe drauf, das ist der Alphafly. Der hat 250 Euro, Alphafly sind wir bei 300 Euro. Lohnt sich ein Carbon-Schuh, wenn du schneller werden möchtest? Yes, lohnt es sich. Also, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von Laufschuhen, wo und was sinnvoll ist. Denkt bitte daran, benutzt einen richtigen Schuh fürs Gym, weil das das größte Problem ist. Und beim Laufen macht eine Laufanalyse, guckt, welcher Schuh für euch am sinnvollsten ist.